Ich bin Wilhelm Schürmann und ich bin in Wien, um sozusagen mich zum Klassentreffen einzufinden. Mein Name ist Gabi Schürmann. Ich bin hier in Wien, um mit meinem Mann zusammen die Ausstellung hier im MUMUG zu eröffnen. Die Ausstellung heißt Klassentreffen und hier versammeln sich im Augenblick eben halt viele Arbeiten, die sehr viel auch mit Wien zu tun haben. Das ist entstanden ohne Masterplan, eine Sammlung, die sich sozusagen zusammengefunden hat. Die Kunstwerke haben immer uns gefunden, wir haben nie danach gesucht. Und Wien war seit den 70er Jahren, seit Ursprung unserer Kunst- und Kulturidentität, ein ganz wesentlicher Ausgangspunkt. Wir haben ja schon während des Studiums angefangen, uns für Sachen zu interessieren. Und das war ganz zu Anfang eben halt die Fotografie, Anfang der 70er Jahre. Wir sind viel eben halt nach Wien gekommen, haben in Wien Kontakte gehabt. Und Anfang der 80er Jahre haben wir uns dann eben halt für bildende Kunst mehr noch interessiert. Die New Wave Musik, vielleicht auch die Post-Punk-Abfolge. Es hatte was Befreiendes, natürlich bezogen auf die politische Realität der damaligen Zeit, die in vielen Bereichen sehr muffig war. Und diese Künstler haben mentalitätsbezogen eigentlich die Fenster weit geöffnet, sodass man als jüngere Generation tief durchatmen konnte. Und Sie sehen, die Werke, die wir dann damals erworben haben, das hatte nie was mit geschmacklichen, sondern immer mit Haltungsfragen zu tun. Nicht wie sieht das aus, sondern worum geht es da? Also da sind eigentlich unsere Wertvorstellungen neu kalibriert worden. Ein besonderer österreichischer Philosoph mit Namen Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, ein Bodybuilder hat Muskeln an Stellen, wo ein normaler Mensch noch nicht mal Stellen hat. Und das macht die Kunst auch mit einem. Man kann mit Bereichen des Denkapparates denken, wo man vorher gar nicht wusste, dass der Bereich da ist.